Meine Lieben, wir haben was Neues von St. Kilian, wie man unschwer erkennen kann. Auf dem Tisch stehen die Kartons, die Flaschenform insbesondere, sprechen da eine eindeutige Sprache. Frisch erschienen sind die Abfüllungen Signature 8 und 9. Und wir werden euch heute zunächst den 9er vorstellen, weil der unpeated ist, danach den 8er peated. Wie üblich in 0,5 Liter Fläschchen und wie üblich sehr schick gemacht, in Form der Brennblase gestaltet. Ein sehr auffälliges Geräusch. Etwas anders als bei den normalen Abfüllungen. Und was man auf jeden Fall feststellt, wenn man sich das Ganze anguckt, dadurch, dass im Karton vorne und Rückseite offen sind, kann man schon einiges an Informationen entnehmen. Im Deckel auch direkt der Marketinghinweis: Besuche uns vor Ort und erlebe hautnah, wie wir diesen Single Malt Whisky machen. Das ist auch sehr interessant. Und genau, der Mother deutet darauf hin. Da haben wir es oben drin stehen. Und was noch interessant ist, für ein paar Rahmeninformationen ist ein kleines Kärtchen beigefügt in jeder Flasche. Kurz ein ansprechendes Bild und auf der Rückseite Informationen zu der jeweiligen Abfüllung, wie die sich zusammensetzt, wie viel es davon gibt, mit ein paar geschmacklichen Eindrücken. Letztere blende ich jetzt erstmal aus, weil wir wollen ja uns einen eigenen Eindruck machen, vollkommen unvoreingenommen. Das Einzige, was ich der Karte noch entnehme, ist, dass es sich bei diesem auf 7500 Flaschen limitierten Batch um 11% aus Pfälzereiche handelt. Sautern 27%, also Ex-Sautern und Ex-Bourbon 62%. So die Aufteilung der Fässer für diese Abfüllung. Und ich bin hier in der Tat bei leichten, frischen Noten. Leicht wahrnehmbar noch eine vanillige Süße, aber dann eher helle, noch junge Früchte. Dazu diese typischen Sauternoten, die auf mich immer leicht spritzig wirken. Sehr angenehm frisch auf jeden Fall. Insgesamt so ein leichter, beschwingter Malt in der Nase. Leicht holzig-würzige Note noch mit dabei, die das Aroma so ein bisschen abrundet. Klage, probiere ich mal. Recht vollmundig, kräftig im Geschmack, dank 55,3%.
recht ungewöhnlich in den geschmacklichen Eindrücken. Muss ich gerade mal einen Moment sortieren. Ich habe einerseits was fruchtig, vanillig, süßes, habe dagegen aber direkt so einen leicht holzigen Kontrapunkt, der ausgesprochen würzig ist. Ich habe auch wieder diese frischen, leicht spritzigen, fruchtigen Sauternoten. Sehr faszinierend, das Ganze. Wirklich eine sehr konzentrierte Melange, die trotz des Alkoholgehalts sehr rund und weich wirkt. Erst mit zunehmender Verweildauer im Mund merkt man dann wirklich, na doch, das ist mehr als Trinkstärke. Aber absolut faszinierend, die Kombination dieser Aromen, die jetzt so hinten raus noch so eine leicht karamellisierte Rohrzuckernote bekommt. Beeindruckend. Habe ich so in der Form von St. Kilian noch nicht gehabt. Gefällt mir persönlich richtig gut. Gerade so diese Würze setzt so einen kräftigen Kontrapunkt gegen die fruchtigen, gegen die süßlichen Aromen. Das ist, finde ich, eine wahre Freude. Macht das Ding auffällig, interessant. Gefällt mir persönlich recht gut. Schickes Ding. Schauen wir direkt im Vergleich dazu. Und die Nummer 8, den wir aufgrund der Herstellungsweise hinten angestellt haben. Der ist nämlich peated, wie übrigens auch das helle Etikett verrät. Das weiße Verschlusskappe, das war schon in den fast gelagerten Malzbränden ein Zeichen dafür, dass der Stoff peated war. Hier jetzt auch wieder. Auch da wieder in der gleichen Ausstattung, auch da wieder mit einem kleinen Kärtchen dabei, das uns verrät, es gibt von der Signature Edition 8888 Flaschen mit einer wirklich interessanten Fassauswahl, 2% Akazienholz, 9% aus Pfälzer Eiche. Ich vermute, es sind frische Fässer, jungfräuliche Fässer, denn bei den anderen ist genannt ein Ex-Rioja-Fass, also Akazie 2%, Pfälzer Eiche 9%, Ex-Rioja-Fass, Rotwein 19%, Ex-Bourbon 27% und Ex-Rye-Whisky 43%. Das klingt auch mal alles sehr interessant in der Kombination. Und jo, da sind wir sofort bei der Torfnote in der Nase. Die lacht einem geradezu entgegen. So ein bisschen in Richtung kaltes Lagerfeuer. Dezente Specknote, etwas maritim wirkend. Grasige Unternote. Eher noch in Richtung Heu. Vanille ist mit dabei und so. B
bisschen was Fruchtiges und ein klein wenig in Richtung Möbelpolitur, würde ich jetzt sagen. Sehr interessant. Und weil getorft, muss ich unbedingt probieren. Slange. Okay, ein Tick schwächer. Wir erinnern uns, Edition 9 hatte 55,3%. Jetzt sind wir bei 53,8%. Eine richtig kräftigen Torfrauchnote, die deutlich im Vordergrund steht. Die auch unglaublich lange bleibt. Das in einer Kräftigkeit, wo sich auch ein Eiler-Whisky, wo sich der St. Kilian auch nicht hinter einem Eiler-Whisky verstecken muss. Also sehr, sehr schön. Leicht und frisch, ein bisschen maritim wirkend, ja, ein bisschen fruchtig, auch hier wieder so eine leichte Heunote, eine vanillige Süße, aber nicht so ausgeprägt, eher ein bisschen verhalten, ganz gut eingebunden in die anderen Aromen, die eine wirklich interessante Mischung ergeben. Rauchnote bleibt am längsten, diese leichte Heunote hinten raus noch, während das Fruchtige, während die Süße dann nach und nach abebben, bleiben die beiden Aromen definitiv am längsten im Hals stehen. Angenehm zu trinken, trotz des Alkoholgehalts von 53%. Schick. Ganz hinten raus wird es noch so ein kleines bisschen trocken, ganz gegen Ende. Beide auf ihre Art faszinierend, so im direkten Vergleich. Beides unheimlich spannende Whiskys. Für mich als Peathead Edition 8 leider vorne. Schon auf hohem Niveau, aber das ist auch nicht nur ein Mühe vorne. Der gefällt mir richtig gut. Das ist mein Ding. Und der Rauch bleibt und bleibt und bleibt. Echt krass. Sehr schön. Bleibt ein Punkt noch zu klären. Was kosten sie? 44,90 werden für die Edition 9 aufgerufen. Der getorfte Achter ist für 49,90 erhältlich. Beides noch überschaubar. Sind zwar nur in Anführungszeichen Halbliterflaschen, dafür aber sehr schön gestaltete, wie immer bei St. Kilian. Und das, was drin ist, braucht sich nicht verstecken. Macht Spaß. Von daher, versucht es einfach mal. Habt einen schönen Tag noch, bleibt gesund und beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis denn, ciao, ciao.